Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Tabletennis-Gamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und gleichzeitig zum Start einer neuen Serie. Japanisch. Ja, ich möchte mit euch ein bisschen durch Japanisch gehen, möchte euch jetzt heute in diesem Video ein bisschen was zur Aussprache erklären. In den nächsten Videos werde ich dann jeweils in einem Video immer auf ein bis zwei verschiedene Grammatikpunkte eingehen. Damit ihr Bescheid wisst, welches Lehrbuch ich habe mich dafür entschieden, jetzt mich an dem Lehrbuch auch entlang zu hangeln dann und euch Punkte daraus zu erklären, damit ihr parallel mit diesem Lehrbuch lernen könnt, falls ihr das möchtet. Ich wähle Mina no Nihongo. Das sind die Lehrbücher, die werden in der Uni hier benutzt. In Japan benutzen das für die Ausländer. Die benutzen das bei uns in Düsseldorf an der Uni. Und es sind für mich ist es auch die Buchreihe, mit der ich am besten lernen konnte. Ja, es gibt noch Genki, es gibt noch ganz viele andere verschiedene Lehrbücher. Ich habe mit Mina no Nihongo gelernt, war damit super zufrieden. Und außerdem, die Charaktere sind auch super. Ja, das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das heißt, wenn ihr euch da die Anfangsbücher, wenn ihr die irgendwie da habt, dann werdet ihr viel Grammatik, die ich erkläre, da wieder erkennen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch lange darüber Gedanken gemacht, ob ich sowas überhaupt machen soll. Ich habe eigentlich schon richtig lange Bock darauf, Japanisch ein bisschen zu erklären. Habe aber immer so ein bisschen die Hemmschwelle gehabt, dass ich ja kein Lehrer bin. Ich habe das noch nicht fertig studiert. Ich studiere auch im Grunde nicht die Sprache, sondern ja japanische Kultur und Gesellschaft, modernes Japan. Und ja, bin kein Linguist oder sowas. Ja, natürlich lerne ich die Sprache auch, wir lernen auch Grammatik und so weiter und so fort, aber ich lerne es nicht so perfekt im Detail, als dass ich in der Lage wäre, es irgendwie jetzt großartig, jede Ausnahmeregel mit aufzuführen und die auch zu erklären. Deswegen habe ich mir gedacht, weil ich aber irgendwie das machen möchte und ja, das für mich auch eine gute Wiederholung ist, habe ich mir einfach gedacht, ich versuche die Punkte so gut wie möglich zu erklären, also so gut, wie ich sie verstanden habe, ja, zu erklären. Was ganz klar heißt, wenn ihr das richtig lernen wollt, sprecht am besten mit Japanern, nehmt bei einem Menschen, der es wirklich kann, Japanisch Unterricht und nutzt meine Erklärungen vielleicht nur ergänzend. Ja, und wenn mal was falsch ist, ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr meint, es ist was falsch, dann lerne ich vielleicht auch noch was dazu. Und es ist, also diese Videoreihe ist dann mehr so ein miteinander gemeinsames Lernen. Ja, also das, was hier erzählt wird, muss nicht hundertprozentig richtig sein. Es kann richtig sein. Ich möchte aber keine Garantie dafür geben, weil ich kein Lehrer bin. Ja, es ist kostenlos hier, also insofern hilft es vielleicht dem einen oder anderen. Ja, zur Aussprache. Es gibt ein paar Punkte, auf die ich am Anfang auch erst achten musste oder auf die man als Deutscher generell achten sollte. Ganz zu Anfang sei gesagt, Hiragana, Katakana solltet ihr lernen. Ja, schreiben am Anfang muss man nicht unbedingt können, irgendwann sollte man ihn auch schreiben können. Aber wichtig ist, dass man, also finde ich zumindest, dass man sich nicht mit der Umschrift, ja, es gibt ja zum Beispiel einen A, es gibt ein Zeichen für das A, für den Laut A, ja, im Japanischen. Und man sollte lernen, dieses Zeichen mit dem Laut, der dazugehört, zu verbinden und nicht alles immer umzuschreiben in die Romaji, heißt das, in die, hier, ne, die, deutsche, englische Schriftzeichen mit dem Buchstaben, sollte man nicht machen. Ja, wo man aber drauf achten sollte, sind zum Beispiel Sashi Suseso. Ja, das wird, wenn man es umschreibt, wie ein S geschrieben, ist bei den Japanern aber nicht das weiche S wie bei uns, ja. Bei uns wäre Suppe oder so, ja, oder Sonne, sondern es wird scharf gesprochen. Und das ist auch das Interessante, denn die Deutschen sagen im Allgemeinen immer Sushi. Es heißt aber gar nicht Sushi, sondern es heißt Sushi. Ja, und auch nicht Suzuki, sondern Suzuki. Da wären wir auch gleich beim nächsten, dass, wenn man es umschreibt, Z, ja, das Z ist im Japanischen sozusagen das S bei uns, ja, Suppe. Ja, es wird weich gesprochen. Dann etwas, wo man auch sehr darauf achten muss, ist das, ist die Hahihuheho-Reihe, ja, Hahihuheho, Hahihuheho, das Fu, ja, es wird Fu umgeschrieben, wenn man es deutsch betont, heißt es Fu. Es ist aber kein Hu von der Aussprache, sondern es ist ein Hu. Ich weiß nicht, wie ich das. Ich weiß nicht, ob es perfekt ist, ja, aber Hu. Und Fujita zum Beispiel. Fujita. Oder Hume. Oder Fida. Weiß nicht, ja. Es ist so ein bisschen Hu. Es wird ein bisschen anders ausgesprochen als in der deutschen Umsprache. Wie sagen, Umsprache, Umschrift. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, hört euch die CD an. Ja, hört euch immer wieder die CD an und achtet genau darauf, wie werden die Sachen ausgesprochen. Aber auf das Hu solltet ihr achten. Generell auf dieses Hi,
Hi-He-Ho-Toka und so weiter, sollte man auch achten. Denn zum Beispiel, ich spreche öfters mit einem, der Master studiert und der Japanischlehrer für Ausländer werden will. Und zum Beispiel, mein Nachname ist Kapito. Kapito, ja. Das gibt's von den Silben, ne? Kapito sind ja im Grunde Silben, die gibt's im Japanischen auch. Das Problem ist, die sprechen das Pi ein bisschen anders aus. Kapito. Kapito. Das wird ein bisschen anders, ja? Kapito heißt es, aber die sprechen Kapito. Ja? Das heißt, die Aussprache ist geringfügig anders. Auch bei dem Hi oder Pi, ja? Sollte man auch drauf achten. Auch da genau anhören, wie sprechen die das auf der CD oder ihr hört euch, geht bei YouTube, findet, sucht da irgendwelche Fernsehsendungen und hört einfach, ob irgendwo dieser Laut dabei ist. Dann eine Sache, die für Deutsche ganz schwierig ist am Anfang, ist die Rari-Du-Re-Ro-Reihe. Rari-Ru-Re-Ro, ja, wird es bei vielen Deutschen am Anfang, bei mir auch. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, wie man diesen Laut ausspricht. Ra-di-du-de-ro. Die Zunge geht oben so für einen ganz kleinen Moment an den Gaumen. Ich habe irgendwann mal eine Erklärung gelesen, ich glaube, die Erklärung war, es ist zwischen dem deutschen D und L, irgendwo so dazwischen hängt dieser Laut. Es ist aber definitiv kein deutsches R, das ist ganz wichtig, es ist kein deutsches R. Es ist ein Da-di-du-de-do. Und auch da, ich habe das gelernt, indem ich mir auch immer wieder, indem ich mir Sword Art Online angeguckt habe, muss ich sagen. Es gibt ja bei Sword Art Online, das ist ein Anime, gibt es den Hauptcharakter Kirito. Und ich habe mir immer wieder angehört, wie die den Namen von ihm sagen, Kirito. Wie sagen die das? Und hab dann gehört, hä, das ist kein R.I., das ist kein Kirito, das ist aber auch kein Kilito. Was ist das denn jetzt? Ja, und hab das immer wieder gesprochen, mir angehört. Und irgendwann konnte ich es machen. Also wenn ich jetzt dem Masterstudenten halt hier, da-di-du-de-do, wenn ich dem das so vorsage, meinte, ja, das ist richtig, das ist gut. Und wo die Amerikaner zum Beispiel aufpassen müssen, ist beim Watashi zum Beispiel. Die machen immer ein Watashi. So heißt es nicht, ne? Wa, einfach. Und ja, das sind eigentlich schon so die Punkte, mit denen ich jetzt Probleme hatte bei der Aussprache am Anfang. Zu chi te to. Das eigentlich, ja, ne? Ja, das sind so die Probleme, die ich hatte. Und ja, von denen ich sagen würde, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ne? Kaki ku ke ko. Auch das ku. Ku. Das ist ein bisschen anders als das deutsche Q. Ja, wenn es Q betont. Q ist nicht, ist ein bisschen Q. Kaki Ku Keko. Ja. Ich kann euch, wie gesagt, nur empfehlen, immer wieder selbst reden, euch anhören auf YouTube, in Fernsehsendungen, wo auch immer, wie die Japaner das aussprechen, die CD von den Lehrbüchern hören. Mina no Nihongo hat auch eine sehr, sehr gute CD von der Aussprache her. Und ja, das zum ersten Video soweit. Ein bisschen was zur Aussprache. Natürlich bin ich nicht perfekt. Ich habe mit Sicherheit einen Akzent. Und ja, deswegen. Japaner sind da immer die erste Wahl, was Aussprache angeht. Falls ihr jemanden kennt, fragt am besten die. Und ja, im nächsten Video werden wir dann ein bisschen einsteigen in die Grammatik. Ein bisschen des. Watashi wa Kevin Kapito des. Da werden wir drüber sprechen und über die Verneinung. Watashi wa Kevin Kapito zaharimasen yo. Und ja, da werden wir dann drüber reden. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt die Serie. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da auch ein Video zu machen und vielleicht Dinge erklären, wenn ich sie weiß. Und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.